Now entering a safe area. So, und in der Safe Area begrüße ich euch jetzt auch. Ja, herzlich willkommen in der Reihe Clancy's Erben hier mit The Division, dem ersten Teil von 2016, glaube ich. Und wir sind hier zurzeit in so einem Safe House, wo sie einem alles Mögliche anpreisen. Ja, die Reihe Tom Clancy's oder Clancy's Erben, die ich begonnen habe, soll sich ja mit digitalen Spielen beschäftigen, die sich im Tom Clancy, der muss mal die Klappe halten, der Junge. Im Clancy-Universum angesiedelt sind. Tom Clancy hat ja ganz viele Bücher geschrieben und halt eben auch Filme mitproduziert und eben dann die Red Storm Entertainment Firma gegründet, die auch beteiligt war wegen der Lizenz, wo die ganzen Clancy-Spiele bei Ubisoft angesiedelt sind. Und The Division war ja eine relativ neue Erfindung nach seinem Tod. Also arbeiten wir uns langsam hier vor, was ja, Tom Clancy-Spiele so ausmacht, wie sie auf Gesellschaft, Militär, Politik, Wirtschaft und sowas blicken. Und das ist schon ein sehr interessantes Spiel hier deswegen. Ihr könnt euch das in der Folge 000 angucken. Genau, checkt das aus. Was in der Folge 000 gibt es einiges, was ich dazu gesagt habe. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich The Division, den ersten Teil von The Division ausgewählt habe, könnt ihr euch die Folge 001 hierzu auch angucken. Da habe ich auch noch ein bisschen was dazu erzählt. Da aber lasst uns jetzt mal losziehen, denn ich tendenziell hänge ich ja sowieso immer fest. Achso, wir sollten vielleicht einmal vorher gucken. Ja, der Blick ins Inventar natürlich wieder. Es ist ein Loot-Shooter mit Rollenspielelementen und Hybride. Das heißt, es gibt sowohl Singleplayer-Elemente, als auch man kann jederzeit ja, Leute hinzurufen. Das funktioniert bei so einem älteren Titel natürlich eher mäßig. Aber ich habe auch schon in den Kommentaren gesehen, dass ihr Bock hättet, mal zusammen zu spielen. Ach guck, wir haben hier noch ein bisschen freie Taschen, 12 Stück Taschenplätze. Dann muss ich das jetzt nicht gleich damit wieder beginnen. So, wir sammeln immer so ein bisschen diese Supplies hier auf der Map. Und die Map können wir euch auch mal kurz zeigen. Die wird eingeblendet quasi. Wir stehen da mittendrin. Und wir bewegen uns hier entlang. Also mitten in der Mitte von Manhattan sozusagen. Also südlich vom Central Park. Es ist sehr akribisch nachgebaut. Ist wirklich beeindruckend cool. Auch mit den ganzen Landmarken und den Straßenzügen und so. Finde ich sehr erstaunlich gut gemacht. Naja, und wir sehen hier halt die ganzen Marker, wo wir halt noch Missionen machen können. Und weil ich mich ja auch ständig irgendwie fest spiele. Können wir jetzt ja mal gucken, ob wir mal hier runter gehen. Es gibt ja meist auch noch andere Dinge zu finden hier, die einem was über die Story verraten, denn die wird nicht so richtig in Zwischensequenzen erzählt. Was heißt nicht so richtig? Es wird Gott sei Dank nicht in Zwischensequenzen oder sowas erzählt wie ein Film, sondern man nutzt halt digitale Spiele hier gut aus, um... Agent, communications are being disrupted. And we need someone to reconnect the things which are being disconnected. Literally, as well as metaphorically. Okay, das können wir machen. Seems to me like we can never really communicate with each other. But still, they'd like it fixed, so please, get on that. Was ich eben sagen wollte, bevor ich klugerweise das angeklickt habe, diese Missionen oder diese ganzen Dinge, die man finden kann, setzen fragmentarisch halt irgendwie die Story im eigenen Kopf zusammen. Das macht es halt auch ganz cool irgendwie, weil man sich nach und nach rein denken muss in das, was vorher passiert ist. Denn wir sind ein Schläfer, der hier als Teil einer Regierungsorganisation erweckt wurde, in Dienst gerufen wurde, weil New York durch ein Pandemie-Virus zum Teufel gegangen ist. Und die erste Welle, die eingesetzt wurde, um als Schläfer, also Schläferagenten hier, ja, für Ordnung zu sorgen. Die hat sich einerseits wurde sie in die Flucht geschlagen, andererseits wurden andere kriminell. Manche haben sich gegenseitig bekämpft. Scheint nicht so gut funktioniert zu haben, diese Idee. So, wussten wir das G36 wieder aus. Und ja, wir müssen dann halt hinter die Gebäude kommen. Ich frage mich gerade, in welche Richtung es sinnvoll ist. Schauen wir mal hier lang. In den Straßen patrouillieren halt eben auch Gegner. Oh, ich glaube, die Maus ist noch zu fragil eingestellt hier. Sekunde mal kurz. Das ist ja immer noch. Gut, schauen wir mal weiter. Agent,
We have a supply drop endangered. Sending you the coordinates. Okay. Funny. How we call the most important things in life. Weapons, food and medicine, supplies. As if that makes it hurt less when we lose it. Mit wem wir da quatschen immer, ist halt sozusagen der incoming hostiles. JTF Operator. Oh, da liegt auch eine Akte, die können wir uns nachher noch holen. Ja, woher kommen Sie denn? Ja, wo laufen Sie denn? Dem Sound nach kommen Sie da aus der Gasse, oder? Warning. Supply is taking fire. Was? Wo denn? Ach, das ist gar nicht die Kiste hier vorne, scheiße. Ja, das geht hier gut los. Lass das mal, Leute. Wird hier aber nicht der einzige Angriff bleiben. Warning. Incoming hostiles. Huch, da oben müssen wir hoch. Ach du Scheiße. Wo kommt da denn hin? Warning. Supply is taking fire. Das ist ja großartig. Ach, die haben eine Gesamtgesundheit quasi. She's hurt bad, ja, so kann man das auch sagen. Warning. Incoming hostiles. Okay, die können wir vielleicht von hier oben erledigen. Wo sind denn her? Warning. Supply is taking fire. Na, jetzt kann ich natürlich keine Granate dahin werfen. Wieder hat das überlebt. Na, immerhin schießen sie nicht auf die Supplies. Hm. Ein bisschen down. Wen denn jetzt? Defenden. Oh! Wen hier? Warning. Incoming hostiles. Boah, sag mal. Halt ihr vom Himmel oder was? Gotta admit, I wonder sometimes if it's worth struggling so much. The entropy is so great. Does the very struggle against it make it worth the while? Good question, Agent. An dem ist ja ein richtiger Philosoph verloren gegangen. Also der Operator in diesem, von diesem JTF, die sich nicht mehr rausgetraut haben, nachdem Manhattan zum Teufel gegangen ist. Ja, kann man mal mitnehmen, wenn wir die Taschen noch fragen. Der schickt jetzt halt seine Kollegen raus, nachdem wir hier für Sicherheit gesorgt haben. Das sind Einheiten der Polizei, des Militärs und der Nationalgarde, die sich halt ja hier sozusagen jetzt nicht mehr auf die Straße getraut haben. Ist schon ein bisschen putzig, dass man selbst so obercool ist, so ein toller Held, dass man die Straße befreit. Ihr seht, was die Pandemie mit New York angestellt hat, mit Manhattan angestellt hat. Es funktioniert teilweise was noch, man sieht ja noch den Strom und die Leute sind teilweise auch noch in den Häusern. Es ist jetzt halt irgendwie ein paar Monate, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist. Und alle Sicherheitskräfte mussten sich quasi aus New York, aus Manhattan zurückziehen. In Brooklyn sieht es nicht anders aus. Da haben wir das Tutorial am Anfang gespielt. Könnt ihr euch auch mal angucken. Und es ist ein bisschen die Frage, was passiert ist. Und solche Dossiers hier und sowas. Oh man, my lungs are killing me. Are these filters even working? Just grab what you need and move it. We don't have time for this. Oh, shit, they really cleaned this place out. There's hardly anything left. Yeah, I know. It's like we're in the middle of a disaster or something. At least they left some cough drops. Lozenge. What's a lozenge? Do you eat that? Oh, would you just grab whatever so we can get out of here? Oh, and if you see any of those little snack cakes, grab them too. Die Cleaner sind eine Fraktion der Stadtreinigung, die damit beauftragt wurde für die Gesundheitsbehörde, für die CERA, die hier auch immer wieder auftaucht, ja, die Gegend von Seuchenherden zu säubern. Und dafür haben sie Flammenwerfer bekommen, die sie jetzt ein wenig überdimensioniert einsetzen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Oh, da gibt's schon wieder Ärger. Hä? Drohen die sich gegenseitig? Achso, das ist ein neues Stadtgebiet. Okay. Das hat jetzt ein bisschen gelähmt, betäubt. Schauen mal. So. Haben wir doch einen leichten Bullet Drop oder ziele ich so schlecht? Achso, dadurch, dass es ein Rollenspiel ist, ist es natürlich auch so, dass. Oh, 14 bis 15, da sollten wir uns vielleicht noch nicht so tief reinwagen. Da kriegt man schnell auf die Schnauze. Irgendwas piept hier auch schon wieder. Irgendwo ist hier eine Sprengfalle aufgebaut. Was haben wir da hinten? Ach, das sind Zivilisten. Okay. Irgendwo ist hier eine Sprengfalle dran. Ich sehe immer nicht wo. Nehmen wir einfach mal mit. Können wir ja immer noch zerlegen. Wie in jedem richtigen Rollenspiel gibt es dann natürlich auch Qualitätsstufen. Von lootbarem Zeug. Okay. Ach, da steht sie ja. Ich bin auch sehr blind. Das Schneetreiben hat mich hier ein bisschen abgelenkt. Ich bin auch ein großer Fan, habe ich mehrfach schon gesagt, von der Snowdrop Engine, die Ubisoft mit Massive zusammen extra dafür entwickelt hat. Ich habe die ganze Meckerei und Klagerei über die Downgrades und sowas nicht so richtig verstanden. Thank you. Am Anfang war eher der Netcode das Problem. Aber das kennt man ja von Battlefield oder so auch. Das ist ja. Okay, wir kriegen gleich eine EMP-Granate zurück. Ja, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ich lasse mich immer so furchtbar ablenken. Da hinten wollten wir lang. Okay, diese Akte, die wir gefunden haben, dieses Dossier war ein Bericht von Cleanern. Also hatte ich ja gesagt, die Stadtreinigungsdivision da. Und die sind ja rogue gegangen und haben angefangen auf eigene Rechnung Leute umzubringen. Ich sehe hier gerade nicht irgendwie. Das ist ein bisschen diesig jetzt. Das macht der Wettereffekt, macht das halt echt cool, finde ich. Ja, und jetzt sind wir halt auch. Die haben ganze Stadtviertel unter Kontrolle. Es gibt noch die Rikers, das sind ausgebrochene Häftlinge, die nichts Besseres zu tun haben mit ihrer neuen Freiheit, als irgendwie weiterzumachen mit Verbrechen. Und dann gibt es noch Rioter. Ist das da drin irgendwas? Upp, was war das? Also die Atmosphäre hier in Manhattan ist wirklich extrem dicht. Ich bin echt begeistert von dem Environmental Storytelling, heißt das ja. Also die Umgebung, die die Geschichte erzählt. Hier piept doch wieder irgendwas. Bin ich am falschen Ende in die Deckung gegangen? Oh. All available units report to West 47th parking lot. Jo, ja, JTF are taking fire and need backup. Backup da. Ja, der wollte gerade was werfen, das haben wir gerade noch verhindert. Okay, jetzt müssen wir den gleich irgendwie eskortieren. Dann sammeln wir wieder lieber erstmal unseren Scheiß hier ein. Oh, gibt gar nichts einzusammeln. Aber ich sehe oben auf der Map auch schon wieder ein Handy, das irgendwo mit Informationen liegt. Ja, das kann man hier, das Zitat da hinten, also Fuck auf die Gerechtigkeit, wir wollen Rache, Vergeltung. Das kann man so ein bisschen auch zusammenfassen, ist irgendwie die Tom Clancy-Haltung hier in dem Spiel. Also es ist nicht so, dass die Leute sich angesichts der Katastrophe zusammenraffen und dass auch, was nicht, Leute aus den Gefängnissen vielleicht dann irgendwie vielleicht eine zweite Chance wittern und sich als Community-Manager dann hervortun. Da ist eine ganz starke Haltung. Ich würde mal eher sagen, wenn man so in US-Denksystemen denkt, eher eine republikanische Haltung, was
Resozialisierung und Gefängnis und sowas angeht. Und auch so ein gewisses Menschenbild, das konnten alle müssen kontrolliert werden, jeder braucht eine Waffe, damit alle diszipliniert werden. Das ist schon ein sehr spezielles Menschenbild, finde ich. Gut. Dazwischen diese Werbung. Es hat auch so ein bisschen Vibes, finde ich, von Blade Runner. Aber gut. Without you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Naja, sie kommen ja schon. Warning. Hostile forces approaching. Whee! We've got incoming! Ich habe auch nicht so richtig die Ahnung, nach welchen Kriterien sie das auswählen, was ich werfe. Weil das letzte war ja... Ja, durch die Gitter geht es natürlich nicht so gut, ne? Was läuft der mir noch für die Flinte, der Junge? Oh, oh. Sniper? Kommen bestimmt noch mehr. Warning. Hostile forces approaching. Meistens ja ein bisschen vorhersehbar aus mehreren Richtungen. Ja. Selber Pick. Oh. Da sieht man den Rollenspielaspekt. Was denn? Zum Geier. Ich bin nicht in Deckung. Hä? Das verstehe ich nicht. Was zum... Wer hat mich denn da erwischt? Okay, dann müssen wir die Mission nochmal machen. Das war jetzt nicht so gedacht. Ach, Mist. Habe ich mich ablenken lassen? Ich weiß nicht, warum ich in der Deckung getroffen war. Waren hinter mir auch noch Leute? Das habe ich nicht gesehen. Ja, Refill. 303 Schuss habe ich verballert, okay. Gut. Ja, so kann es gehen. Bestraft, falls euch das interessiert, wird man nicht mit irgendwelchem Verlust von Gerät und Währung und sowas, sondern halt nur mit dem Laufweg. Da die Deckungsmechanik zwar eigentlich ganz cool ist, also gerade wenn ihr so auf Konsolen spielt, aber ja, schon nicht immer gut funktioniert. Also es ist schon eine ganz gute Idee, aber das ist ja merkwürdig. Was haben wir denn da eben gemacht? Was habe ich denn da eben gemacht? Dann ziehen wir uns in den anderen Gang nächstes Mal zurück. Oh. Wie, kämpfen die immer noch? Ich wollte gerade sagen. So, das war das, was wahrscheinlich neben mir explodiert war. Das geht den Herrschaften jetzt auch so. Aber von der Flanke her ist natürlich trotzdem nicht so schlau. Oh, die haben sich schön hingerichtet hier in der Sippe. Okay, dann muss ich mir eine bessere Position suchen. Kann ich auf oben drauf? Nee, die ist doch scheiße hier die Ecke. Das. Oh. Okay, diese ganzen Gruppierungen haben sich offensichtlich zunehmend an der JTF, an der Joint Task Force, gerecht. Okay, dieses Geräusch, was man hier hört, ist meistens eine abgestürzte Drohne oder so, aber in dem Fall ist es wohl vielleicht nur die Lüftungsanlage. Gut. Okay. Without you, we'd have been dead.
Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Warning, hostile forces approaching. We've got incoming! Gotta be over soon! Ich habe Angst, dass ich meine eigenen Leute treffe hier. Dazu kommen dann. Morning. Hostile forces approaching. Ja. Sehe ich ja gar nichts hier. Wieso ich? Kann ich auf die anderen schießen? Der Junge da hinten ist halt rollenspieltypisch besser gepanzert. Hat halt so einen extra Rüstungsbalken. Also für alle, die sich wundern, warum man hier so viele Kugeln reinschieben kann in so einen Gegner. Das ist halt Absicht. Weil es halt ein Rollenspiel sein soll. Das sieht man auch an diesen Statusbegriffen suppressed. Okay, wir haben ein bisschen was für unseren Security-Wing verdient. Okay. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie detailreich diese Umgebung halt ist. Für so ein Multiplayer-Online-Gedöns-Spiel. Boah, ist auch wieder eine Shotgun, ne, oder? Naja, ich war ja beim ersten Mal auch nicht so erfolgreich. Und natürlich auch in diesem Spiel, wie in allen Spielen, wie im gesamten Universum, sind rote Fässer natürlich explosiv. Na? Das wissen wir ja. Seit Doom. Seit Serious Sam und wie sie alle heißen. Half-Life. Rote Fässer, böse. Deswegen wahrscheinlich hatten sie eins in Brand geschossen, als ich da unten gehockt habe. Das wird es gewesen sein. Was ist denn jetzt das Telefon? Was ist da hinten? Listen, I know what we talked about, but I'm not sure this is a good idea. Look, you remember the rats? We set traps for days and it worked, right? Poisoned the whole colony, only all them dead rats started rotting. It stank to high hell and we had a zillion bugs. We ended up trucking 2 tons of rancid rat corpses to the incinerator. Yeah, but that was rats? I mean, this is a whole different thing. No, it ain't different. It's the same. They don't have places to put the dead no more. And there's more of them. Thousands of them in their houses, in the streets. If someone doesn't do something, it'll be just like the rats. We're going tonight. Bring fuel. I won't bother you. Okay, das ist natürlich auch ein echtes Problem. In den Häusern liegen noch sehr viele Tote. Niemand hat sie wegräumen können, weil die Sicherheit und die Krankenwagen, also die Rettungskräfte halt aus der Stadt vertrieben wurden oder angegriffen wurden, sodass jetzt halt das Problem ist, dass überall Leichen verwesen. Und er sagt ja zu Recht, irgendwer muss sich ja darum kümmern, weil es sonst Insekten anlockt, das Beispiel mit den Ratten. Und ja, wir haben in einer der Folgen waren wir auch bei einem U-Bahn-Schacht, das war eine Mission, wo wir Paul Rhodes gerettet haben. Da haben sie halt quasi in dem U-Bahn-Schacht ein Krematorium eingerichtet. Aber sie wurden ja vertrieben, also kümmert sich niemand mehr darum. Das scheint. Grand Central soll ich zurückerobern, das wäre symbolisch, aber das ist doch South City, ne? Da geht die Map ja gar nicht bis hin. Die geht ja nur. Also. South Central ist auch hier irgendwo unten, ne? Oder? Na, wir werden es ja sehen, hier sind ja noch andere. Tenderloin zum Beispiel, andere Missionen. Da müssen wir uns erstmal alles hinkämpfen, aber wir schauen jetzt ja erstmal, was wir hier haben.
Irgendwie habe ich die Maus jetzt ein bisschen sehr schwach eingestellt. Okay, wir finden uns hier. Ach, Mist. Dass das geht, wusste ich gar nicht. Ich habe das ja schon mal gespielt, deswegen haben wir auch so viel Kohle auf dem Konto. Aber dass man hier durchwechseln kann, durch verschiedene Ansichten, das habe ich gar nicht gekannt. Okay, wir können uns hier beim Times Square halt noch weiter nach oben kämpfen. Hier ist auch noch so eine Begegnung. Aber wir waren ja eigentlich auf dem Weg. Das war ja auch gar nicht unsere Seitenmission. Wir waren ja hier eigentlich. Agent, communications are being disrupted. And we need someone to reconnect the things which are being disconnected. Literally, as well as metaphorically. So, das heißt, wir sollen halt hier gucken, dass wir die wieder online kriegen, die Antenne, um die Kommunikation wiederherzustellen. Das ist zwar an sich logisch, aber in dieser Mission geht es meistens darum. Das klingt doch aber alles wie diese Drohne. Das ist bestimmt, um mich zu verscheißern hier. Die hängen dann meistens sichtbar mit Fallschirm oder sowas an der Wand. Ihr seht, es gibt halt auch eine echte Lichtschattenberechnung, was den Mond und die Sonne angeht. Das ist schon ziemlich cool gemacht, technisch. Strom scheint es auch noch oft genug zu geben, wenn man da so viel Werbung machen kann. Okay, und das meinte ich hier hinten. Da ist es offensichtlich so, dass man einfach nur einen Knopf drücken muss. Aber wenn man dann die Signalantenne wieder angemacht hat mit dem Knopf, ist ja die Frage, warum machen die Gegner es dann nicht wieder aus? Das ist ein bisschen wenig immersiv. Und außerdem gibt es da einen Counter, also ich weiß auch nicht, warum man einen Timer braucht, um dann da hinzukommen. Aha, da hinten kommen noch mehr. Die rechtzeitig erwischt, schmeißen sich ihre Granate selber vor die Füße. Okay. Hab ich wieder einen hinter mir? Ja, Tatsache. Oder? Irgendjemand? Ach, der da oben. Der verdammte Scharfschützen. Aber wieso wird was hinter mir angezeigt? Da. Irgendwie. Na. Mutter, Junge. Oh. Hat der aus der Hüfte geschossen? Das gibt's doch gar nicht. Woher kommt das? Hm. Hängt hier noch einer rum? Nee. Oh Gott, da geht's ja runter. Wie sagt man in so einem. Oh, sag mal, ey, der haut aber auch rein, so ein Scharfschütze, ey. Komm schon, hallo. Lauf doch, lauf. Das ist bestimmt aber nicht der letzte Punkt. Oh, natürlich. Kommt uns doch bestimmt irgendjemand entgegen, oder? Oh. Gone in 60 seconds. 16 seconds. Agent, you did it. If only all of our deepest desires could be met in such a simple exchange. Ask and receive. Wouldn't that be nice, Agent? Oh, wir sind aufgestiegen. Wir haben einen neuen Blueprint erhalten, das heißt, man kann auch mit Ressourcen hier Waffen natürlich modden und neu bauen und so. Kriegen dann zufällig zugeloste Werte und auch Talente. Ich finde es ein bisschen albern, dass man diesen Timer hat. Warum hat man diesen Timer? Wenn man den Hebel umgelegt hat. Ein bisschen komisch. Naja. Level 14 haben wir noch nicht, oder was? Ach ja, nicht klar. Na gut, können wir mal mitnehmen.
Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ist die Tasche voll oder was? Nee. Keine Ahnung. Okay. Ist hier noch irgendwas zu entdecken? Es hat ja so viel rumgepiept hier. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas zu sehen, was ich übersehen habe im Gefecht. Ach, dieses Geräusch ist so eindeutig Drohne. Ich weiß nicht. Komisch. Hier kann man euch drunter durch, ne? Nee. Na gut, habe ich mich wohl getäuscht. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir hinten diesen Seilhaken runterlassen. Ach guck mal, da hätte ich noch was mitnehmen können. Na egal. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Denn diese Haken kann man runterlassen und dann hat man halt einen neuen Zugang zum Dach. Später. Das ist ja nicht schlecht. Hier liegt auch nichts mehr, ne? Ja. Ach, ey. Das hat er lange vorgehalten. Ich eile, ich fliege. Was? Sind die gerade respawned oder? Sehe ich nicht. Keine Ahnung. Wie viel hält der denn wieder aus? Möglicherweise habe ich ja gar keine Lust, dass ihr meine Kollegen platt macht. Mit dieser automatischen Sprintfunktion, Deckungsfunktion kann man halt sehr gut hinter Dinge springen. Oh. Manchmal aber nicht so gut. Was ist denn hier los? Und mit Xander von Drawn Together zu sagen, was ist denn hier los? Oh. Ein neues Dingspack. War trocken hier nur Shotguns? Ist der Marine Super nicht auch eine Shotgun? Merkwürdig. Ja, muss ja mal einer irgendwo sein. Aha, da ist sich versteckt. Vogel. Ich glaube, es hackt. Oh, mein Inventory ist voll. Naja, gut. Dann, liebe Leute, ist das ja mal ein Anlass, sich ein bisschen zurückzuziehen und mal Inventarmanagement zu machen. Irgendwas piept hier doch schon wieder und will uns umbringen. Okay. Oh, wir haben ja schon eine ganze Menge blaue Gegenstände auch. Was haben wir denn hier? Gesundheit. Wir haben nichts, was vergleichbar ist mit Gesundheitswerten, ne? Ach Mensch, den Ärger. Das macht der Feierwumms, aber macht uns halt auch gesundheitlich schwächer, ne? Ja, dann müssen wir es irgendwie anders ausgleichen, also ich weiß auch nicht. Der macht jedenfalls mehr XP. Steigen wir schneller auf, ist auch gut. Machen sie alle. Ja, okay. Dann können wir das hier mal... Ne, warte mal. Dismantle war X. Okay. Und... Ja, das brauchen wir dann ja auch nicht.
Was haben wir hier? Oh Mann, hier haben wir die Taschen. Oh, die sind mir richtig voll hier. Die Riot Pads, die machen ja viel Gesundheit. Die sollten wir dann mal lassen. Und alles unter 40 sollten wir dann mal killen, wa? Dass man das nicht alles zusammen markieren kann, um es zu killen, ist so. Ihr seht, manche Sachen haben aber auch also mehr Eigenschaften, Attribute. Die muss man sich schon eigentlich sehr genau angucken, aber... Naja, löschen wir mal trotzdem alles unter der Stufe 40 hier. Also der Rüstungsstufe 40, meine ich. Dann haben wir immer noch genug Auswahl. Der blaue Gegenstand hat dann eben auch drei Attribute. Und so wird das halt dann immer mehr, je wichtiger die Gegenstände sind. Ich glaube, den 40er schmeiße ich auch weg. So. Was könnten wir nochmal ausmisten? Wir könnten mal bei den Waffen gucken. Ja. Sowas braucht kein Mensch eigentlich, oder? Ach, die Vector. Gott, wenn ich an Players Unknown Battlegrounds denke, ist das ja auch nicht so mein Freund, die Waffe. Ach, die Surplus SVD, SVD haben wir ja auch noch. Die haben dann halt immer entsprechend zusätzliche Talente, also manche der Waffen, die sie dann auch über die eingebauten Gegenstände erhalten. Ja, die AUG werde ich sowieso nie einsetzen. Und Machine Gun ist auch nicht so mein Ding. Hier Marine Super. Ja, ist eine Shotgun, okay. Das kann dann auch weg. Shotgun spiele ich auf gar keinen Fall. Das hier ist auch eine Shotgun. Ja, Shotgun kann immer weg. Also je nach Spielstil, ihr könnt ja auch mal sagen, Nico spielt noch mal zwei Folgen mit Shotgun, können wir dann auch machen. Die hat Talente, und zwar, was hat die? Jedes Mal, wenn man mit dem, während der Signature Skill, den haben wir aber noch nicht freigeschaltet, wenn wir damit jemanden, einen Gegner umbringen, dann verlängert sich das um weitere 20%. Wir können ihn aber nicht freischalten. Hier seht ihr die Requirements, das heißt hier Electronics oder Skill Power, und für die Angriffskraft haben wir genug, aber die Skill Power eben nicht für die Electronics. Da würde ich auch gerne vielleicht so einen Turret oder sowas oder die steuerbare rollende Handgranate oder sowas, die man auch aus dem Trailer kennt. Die würde ich gerne einsetzen. Gut, das dazu. Ja, Handfeuerwaffen, nee, das braucht kein Schwein. Graue Waffen brauchen wir gar nicht. Jetzt könnt ihr sagen, okay, warum nimmst du sie dann auf? Aber wir wollen ja eigentlich gerne, dass wir die Rohstoffe davon haben, falls wir mal was Schönes, einen schönen Blueprint finden. Ja, was kann man hier machen? Also 26 Ammo Capacity ist immer wichtig. Aber ich glaube, das machen sie alle, ne? Achso, wir können ja vergleichen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und den Rest, was ist das hier? Achso, der macht Gesundheit. Ach, die haben wir ja vorhin rausgenommen, ne? Ach, lassen wir uns einfach nicht treffen. Ha. Gut. Bei Gelegenheit sollten wir da auch nochmal was einbauen. Denn da gibt es ja Slots. Hier. Wir haben aber zurzeit keine Mods, die wir da reinbauen können. Oder vielleicht können wir das nur hier draußen nicht machen. Okay, das heißt, wir schmeißen das weg. Wir schmeißen das weg. Und den 9er noch. Haben wir nicht die Taschen jetzt erstmal leer genug? Apropos Tasche. Wow. Naja gut, aber unser 43er hat immerhin noch zwei Fähigkeiten. Also darauf sollte man auch ein bisschen achten. Also es geht nicht nur nach den reinen Zahlen oder Levelwert. Da muss man sich halt schon ein bisschen reingucken.
Aber dann schmeißen wir das hier nochmal weg. Na, diese hier, ja, die brauchen wir dann auch nicht. Die leichte Weste. Okay, dann haben wir jetzt ja gut auf die Hälfte wieder runter, können erstmal wieder sammeln gehen. Natürlich gibt es auch Appearance, ne? Also es gibt hier auch Zeug, was man sich auf den Helm setzen kann. Cowboyhut zum Beispiel. Ich glaube, den habe ich sogar eine Zeit lang mal getragen. Es ist unfassbar, wie viel es gibt. Also aus Ghost Recon Wildlands kennt ihr vielleicht auch aus dem Trailer diesen Hut, den haben sie dann auch eingebaut. Das sind alles kosmetische Items. Unfassbar viele. Also unfassbar viele. Wir können auch als Sam Fisher durch die Gegend laufen, wenn ihr wollt. Ja, kann ich ja mal drauf lassen, wenn ihr wollt. Also es gibt hier unfassbar viel, um sich auszutoben, wenn ihr dazu Bock habt. Und die sind halt auch einfach nur kosmetisch. Also sie ändern nichts an euren Stats oder so. Kann man da Wetter eine andere Jacke mal anziehen oder so. Schön in weiß, besser getarnt, wie wäre das? Was haben wir hier? Haben wir nicht auch noch einen lila Gegenstand irgendwie? Was machen die denn hier? Ist das der Seltenheitswert oder was? Ich kann auch das nehmen. Trekkingjacke. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob diese kleinen Punkte am Ende den Seltenheitswert darstellen sollen. Rosé. Okay. Nee, danke. Ja, nehmen wir das doch mal. Also ich bin eigentlich gut mit den Ausgangssachen klargekommen. Jetzt habe ich natürlich auch vergessen, welche Jacke wir davor hatten. Ist schon echt erstaunlich. Es gibt natürlich dafür auch eine Währung. Ich weiß nicht, wie gut die angenommen wurde, ehrlich gesagt. So, hier gibt es dann noch verschiedene Möglichkeiten, sich den Hals auszustaffieren. Mit verschiedenen Schals und so. Ja, also. Was haben wir denn jetzt im Moment? Ja, einen einfachen Neckwarmer. Haben wir hier einen lila Gegenstand? Nee. Stiefel sieht man jetzt gerade nicht so, aber man kann natürlich auch hier irgendwie wieder so von Ghost Recon und so. Vom Reclaimer. Seeker, keine Ahnung, was das bedeutet. Hier wird nämlich auch nichts erklärt dann. Ja, und man kann natürlich ganz viele Patches ranbauen. Lands of the Free. Vielleicht. Die Freiheit hat mal irgendein Kosper mitgesagt. Man hat in diesem Land die Freiheit, an einer Zahnwurzelentzündung zu sterben, weil es keine Versicherung gibt. So, was haben wir hier noch? Masken? Achso, wir haben keine Items. Die sind vielleicht wieder dazu gekommen. Und dann gibt es natürlich Outfit-Sets, die man zusammenstellen kann. Also die sind dann hier. Achso, die sind nochmal extra aufgeführt. Genau, das waren die, die ich vorhin auch meinte. Wo man Splinter Cell Hose und Jacke und sowas dann haben kann. Die muss man natürlich auch finden. Ich weiß nicht, wen das triggert, aber gut. Natürlich gibt es dann hier auch einen Store, wo man für atemberaubende Summen diese Punkte kaufen kann. Das hat was von... Ich werde ja demnächst auch nochmal Video zu Forge of Empires machen und zu World of Tanks. Das hat was von Wegelagerei, finde ich. Aber es ist natürlich alles ganz freiwillig. Was halt interessant ist, sind halt noch diese zusätzlich dazugekommenen Add-ons für jeweils 10 Euro. Das ist vielleicht, je nachdem, müsst ihr mal angucken, den Preis wert. Und natürlich könnt ihr euch ja hier weiter mit Krempel auch kaufen. Gegen Geld und Premium Credits. Ist aber nur kosmetisch. Also, weiß nicht, ob sie vorher vorhatten, das noch weiter auszuweiten. Haben sie nicht getan. Und damit haben wir jetzt die Taschen geplündert. Und ich verabschiede mich von euch. Bleibt schon neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Division. Und jetzt haben wir ja viel tollere Sachen und sehen aus wie Sam Fisher. Dann wird es ja noch viel besser laufen. Bleibt schon neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.